In einer Welt von Herbie und Chaos, wo es Ehrenklau gibt, weitet sich das Imperium aus. Wabla auf dem Biohof, das Leben leicht. Bürgermeister klug, weiß, was er reicht. Ein Polizist, der bestraft, ohne Zögern. Ernie die Schnecke langsam, wie gewöhnlich, aber lässig im Gehen. Diesen Land von Ruhm und Trägheit, wo die Klänge des Didi die Seelen berühren. Der Hügel ruft, die Fahne erwacht. In den Feldern weht der Wind, die Nacht erwacht. Wenn Herr Müller alle über den Tisch zieht, wenn er handelt und die Sinneswärme umwandelt. Ein Bier auf das Chaos, ein Lächeln im Gesicht. In unserem Land das um, das den Weg zum Herzen bricht. Da seid ihr willkommen, mit uns zu lachen. Wir werden Angst für den Volk. Hallo YouTube und seid alle recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sonne entgegen. So, kleiner Dank natürlich wieder für die Likes, Kommentare, ne? Wie gesagt, immer schön weiter verfolgen, freut mir. Und dann würde ich sagen, Like nicht vergessen, ne? Und auch für die Leute, die neu dazu stoßen, kostenloses Abo. Und nicht vergessen, wer Interesse an RP hat, kann sich gerne bei uns im Discord melden, da eine Bewerbung einfach reinschreiben, ne? Ein, zwei Leutchen suchen wir ja halt noch. Ne, wer Bock hat, kann sich das ja mal anhören. Vielleicht habt ihr ja Interesse. Dann würde ich sagen, starten wir rein in die ganze Aktion. So. Raus hier jetzt. Hier, Abfahrt. Pfeffer frei. Jetzt mal die Ecke hier wegmachen. So. So. Gerade das wegsammeln. Didi. Jupp. Wie sieht's aus? Sonnig. Und bei dir? Ja, entgegen. Wunderbar. Aber nicht verlegen, ne? Nein. Sei das. So, Mensch, habe ich fast fertig den Auftrag hier, das Riesenfeld. So macht man das, Mann. Riesenfeld, genau. Na. Die 140 Hexer, ne? Wann machst du deine Maisaktion mit der Müller, du? Müsste da schon fast fertig sein, der kannst du da schon hexen, den Mais, oder nicht? Ja, dafür muss er erstmal da sein, der Müller, ne? Ach ja, ich glaube, den haben sie verhaftet, du. Pass mal auf, was da rauskommt. Pass mal auf. Bis jetzt hat er sich ja noch nicht gemeldet. Nicht, dass die Insolvenz gegangen sind, ist ja ja keiner da. Oder sind die abgehauen, ausgewandert? Oder Familienfeier, sind doch drei Geschwister. So, ja, stimmt. Hat die Katze Geburtstag oder so? Ja, das weiß man nicht. Irgendwann hat er ja erzählt, dass er so ein Miezekätzchen hatte. Ja, wer weiß. Aber er war so traurig, nicht, dass die Miezekatze weg ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Sie haben die Katze abgehauen. Naja. Aber solange der Fisch nicht getrunken ist, geht alles, ne? Richtig. So sieht's nämlich aus. So. Karl-Heinz, wie weit bist du? Oh, Karl-Heinz kommt schon. Siehst du, das passt vom Fahrweg her. Sehr gut. Wunderbar. Super, Karl-Heinz. Das passt doch hervorragend, Mensch. Ah, da ist noch, steht dann. So, mal wegnehmen hier. Mensch, die sehen aber auch gut aus, die Karotten, wa? Guck da mal, schön. Lang und orange. Ja, mit einer Spitze vorne dran. Hauptsache piekt sich der, der schneidet sich der Wappler dann nicht beim Füttern damit mal an. Muss man denn eigentlich anmelden? Bei der Polizei nicht? Das ist doch auch, das ist doch eine Waffe. Die, oder die Mohrrübe so spitz wie die ist. Überleg mal, wie viele Waffen der jetzt da im Lager hat. Ja. 40.000, also die ersten 48.000 Liter sind da. Na.
Da kann der ganze Region mit einnehmen. Man will überhaupt nicht so viele. Na, für seine Pferde und für die Pferde. Nur für die Pferde, ne? Ja, die Schafe brauchen ja keine, glaube ich. Der hat da 20, 30 Pferde da zum Ausreiten, Mann. Der macht da immer Reitunterricht und so. Und der da wohl reitet, will ich gar nicht wissen. Ja. Naja, das hatte ich auch schon letztes Mal mit Dings Karl-Heinz. Aber Karl-Heinz, erzähl ihm das nicht, was ich da gesagt habe, wegen seiner Frau mit die Schafe und so. Die Schafe, hast du was gesagt? Nee, hab ich nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Gut. Fährst du schon wieder los? Nein, ich fahre hier nach oben. So. Guck mal, wie mit der Karl-Heinz. Ja. Aber weiterarbeiten! Der macht bestimmt schon wieder Pause irgendwo. Baut sich da bestimmt sein Frühstückstisch auf Karl-Heinz am Feld. So, was machen deine Setzlinge? Sind die schon gut gewachsen jetzt? Ja, war. Oh, ich habe auf die Wiese noch gar nicht geguckt. Hast du schon von der Wapplerwäsche gekriegt, ja? Nee, ich hab noch Restbestände gehabt. Ach so. Die muss ich erst noch wegpflanzen. Aber wie gesagt, die habe ich jetzt auf der Wiese oben. Vor meinem Waldstück. Ach so. Gesetzt. Okay. Aber ich habe noch nicht geguckt. Keine Zeit dafür gehabt, ich muss ja Karotten fahren. Naja. Das hat nur Zeit. Du weißt ja, die Bäume wachsen eh nicht im Sommer. Genau. Das ist noch nicht so wild. Da bin ich da. Hallo Didi. Mensch, fertig mit Pause. Ja, schon lange. War nur eine halbe Stunde, die du gegessen hast, ne? Na. Gar keine Zeit zum Essen, mit der noch arbeiten. Naja. Wenn ihr rauchen würdet. Mensch, ey. Der Didi. Der wird sich schon übernehmen. Da steht ein richtig großes Fest im Haus, wa? Das macht, wird alles jetzt in so ein Gemeindefest, was die da machen, denn. Steht da ein Streif. Die Feuerwehr und so macht da auch dann Vorführung. Da bin ich mal gespannt, was denn für ein Fest wird. Boah, ich glaube, der ist kaputt hier, der wackelt so. Hab Angst. Wer du? Die Erntemaschine Europa namens Europa. Oder heißt das Lenkrad so? Wollte nicht. Hast schon Namen eben, das Lenkrad. Europa. Ja. Hättest du das eher weglassen können? Das passt mehr zu dir, du Opa. Du mich auch. Du erinnerst mir immer mehr an meinen Opa. Der hat doch auch mal einen Hof gehabt. Der hat auch so gearbeitet wie du. Und dann musste ich abhauen. War ich arbeitslos. Und dann lief der Hof, ne? Nachdem du weg warst? Nee. Hat direkt expandiert, ne? Sag ja, und der Opa war er weg. Kam so ein Holländer und dann ist der auf ihm ab, ja, und der Opa.
Mensch, ey. Wackel, wackel. Rockel, rockel, ja. Muss mir anstreiten. Mensch, fall ich mal raus bei dem hier, ruckel hier durch die Scheibe. Bist voll. Bin voll. Gut. Bis gleich. Bis gleich, Karl-Heinz, du lieber netter, fleißiger Förster. Der Polizist macht ganz viele Schreibkramknöllchen, hat er gesagt. Könnt da rasen auf der Map, der hat keine Zeit. Ja, so gut. Ich hab ihn mal gefragt, ob der Bürgermeister ihm schon gelobt hat, ob sich das rentiert hat. Hat er gesagt, der Bürgermeister ist heute mit sehr guter Laune aufgestanden. Hat er wieder Kohle gemacht hier. Mit einem schicken neuen Auto, ne? Der Bürgermeister. Na, hast du das schicke Auto gesehen, Mensch? Basta, pasta. Ja. Ich hatte einen Kollegen, der hat auch mal so ein Auto gehabt. Ja. Ja. Cool. Als ich im Norden im Urlaub war. Okay. Ich kenne Oma gerne so ein Auto, so ein schickes, aber kann ich mir nicht leisten. Ja, du lässt dich ja nur beschenken, ne? Naja. Er ist die Mofa von Müller. Dann der Trecker vom Babbler. Na, wann kommt der Ferrari jetzt raus? Von Herr Jagdklau, wenn ich da weiter so nett bin. Wärst du mal so nett und vorbildlich, so die Kunden würdest du Oma was geschenkt kriegen, Mann. Das hab ich dir immer gesagt. Und nicht nur immer hier rumwehen, wie fleißig du angeblich bist, was du alles machst. Ich hab von dir gelernt. Nee. Deshalb geben die mir auch gleich wieder neue Aufträge. Die hat dann den Auftrag nicht eben, der Herr Jagdklau oder der Herr Wappler. Genau, du nimmst die Aufträge an, ich musste machen, ne? Naja. Habt ihr denn jetzt da schon angefangen? Musst du gucken. Kann er den nicht warten lassen, der Herr Klaus wischt ja Kunde. Deswegen mache ich auch den Auftrag, damit er fertig wird, ne? Gut. Düngst du da gerade? Nee. Nee, du bist doch aber noch am Flügen auf den anderen Feld von dem Fremdbauer, oder nicht? Nee. Ich bin beim Ehrenklau umflügen. Achso, habt ihr schon gedüngt, ja? Blub. Gut. Haben wir denn eigentlich eine Seemaschine mit Düngerfunktion? Ja, ne? Du musst doch wissen, was wir auf dem Hof haben, oder? Nee, du hast so viel gekauft, dass... Mensch, wenn du auf den Hof kommst, dann sieht aus ja wie bei der Ludolfs. Da kannst du ja nicht mehr bei uns laufen, wir stehen halt übereinander. Kinder wissen mehr, wo was ist, Mann. Du musst du mal auch erfreuen. Aber die haben ein System gehabt, die wussten, wo alles ist. Ich weiß auch. Junge. Die kommen irgendwann nicht mehr bei uns hin, um denn uns Aufträge wegen Ernten und so zu verpassen, sondern fragen, ob sie ihren Schrott abgeben können, wie viel sie dafür kriegen, Mann, wenn du weiter da so machst. Super, weil der Preis stimmt, nehme ich auch Schrott an. Da. Weißt du, was so ein Kilo Schrott kostet? Schrott. Nee, Euros. Kann man Dollar nehmen oder Bitcoin. Kann man auch nehmen. Oder Aktien. Unter anderem. Kannst du auch Bits nehmen lassen. Da muss die Rate immer stimmen. Da würde ja auch nämlich hier der Europa-Ernter hier nicht so viel rumsprengen. Liegt am Fahrer, glaube ich. So, okay. So, sie ist dann gleich voll, Mensch. So fleißig. Der Ruder auch?
So fleißig bin ich hier. Ja, der Europa ist nicht voll. Du warst bei der Kürbis, nicht ich. Voll. So. Achso, ich wollte mal das System gucken, ja. Gut. Und... Oh, Diddy! Yep. Du hast da oben an der Ecke was vergessen, da oben bei der Einfahrt. Ach, der fliegt wieder unter aller Kanone, Mann. Ach, nee, der gibt da wieder. Ach, der arme Herr, der gibt da wieder her, ja. Kannst du das selber machen. Daddy. Jupp. Yep. So heißt er. Oh, guck mal, jetzt ist der Mai schon gelb, Mann. Der verfault ja schon hier oben. Aber das Gras sieht sehr grün und noch schön frisch aus hier. So. Mal gucken, ja. Karl-Heinz, wie weit bist du? Ich bin auf dem Rückweg. Gott. Trinke ich mal einen Schluck. Muss ich mir mal eine Minute ausruhen, so hart wie ich hier schon wieder gearbeitet habe. Oh je, oh je. Oh, ich hab so ein Piepen im Ohr. Mann, ey. Das schimpft wie Karotten für das Feld, wa? Junge, Junge, Junge. Oh, wir haben ein paar Touren. Naja, zwei, glaube ich, noch. Ne, und ich bin in Dreier noch. Ema ist jetzt voll mit 30.000. Ich glaube, dann noch, wenn du die jetzt wegbringst, dann noch zwei. Zwei Touren habe ich schon. Genau, also so das fünf werden. Mal hoffen, dass der Polizist nicht am Blitzen ist. Soll ich dir mal anrufen und fragen, was der gerade macht? Ah, brauchst du nicht. Mut zur Lücke, Augen zu und durch. Warte mal, ich ruf dir mal kurz an. Ich muss dir mal anrufen. Polizeioberkommissar Block? Ja, der Bier hier, Herr Block. Ja, Herr Bier. Sind Sie noch in Ihrem Büro und machen Rechnung? Nein, bin ich nicht. Ach, verflixt, Mann. Okay. Sind Sie schon wieder auf der Straße unterwegs? Na, selbstverständlich. Shit, okay, dann können die dort. Ich meine, Abfahrer sollten eigentlich schneller fahren, aber dann können sie das nicht machen, okay. Schade. Ja, halten Sie sich an die vorgeschriebene. Ja, ich halte mir. Ja, ich hatte immer mit dieselbe KMH-Zeit. Naja, geben Sie das an Ihren. Abfahren weiter. Ja, nee, gut. Ich wollte bloß wissen, ob Sie schon wieder in die frische Luft sind. Heute ist so ein schönes Wetter. Selbstverständlich. Wunderbar. Ja, schön sonnig heute. Ja, können Sie sich schön an der Straßenränder schön sonnen, ne? Genau. Na, gut. Alles klar, Herr Block. Auf Wiedersehen. Alles klar, auf Wiedersehen. Oh, so unglaublich hier. Oha. Da war das so, da bin ich wieder. Gut, meine Freunde, aber das soll es für die Folge gewesen sein. Ich würde sagen, ja, schauen wir mal, ne, ob wir das hier fertig kriegen noch. Und dann gucken wir mal, der Polizist ist schon wieder auf der Yacht, meine Freunde.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Lasst ja einen Like da, kostenlos ein Abo, und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss und tschüss.